Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist euer Maximus. Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge Transport Fever. Und wir schreiben das Jahr 1945. Ja, wir werden mal schauen, ob wir das dieses Mal alles hinbekommen. Ich hatte ja das letzte Mal gesagt, wir müssen, wenn wir schon Maschinen und Werkzeuge bauen, die natürlich auch abtransportieren. Und hier ist die Linie, die wir jetzt hier benutzen. Die führt hier über diesen Bahnhof, also die brauchen hier Steine und ein bisschen Schlacke, dass wir dann halt richtige Ziegelsteine bauen, ne? Oder Baumaterial. Und das geht hier runter nach Berlin. Ich hoffe, das funktioniert auch, weil wir gucken mal, man muss auf den Einzugsbereich schauen und ja, die Industrie, die möchte natürlich ja Maschinen und halt ein bisschen Baumaterial. Ob wir hier den Handel noch ein bisschen erreichen wegen dem Werkzeug, das werden wir mal sehen. Ne? Schauen wir mal, ob das so funktioniert. Hier ist der Zug. Hat der schon was drin? Nö, hat er nicht. Ha, böser Zug. Wir dürfen auch jetzt gar nicht mehr so viel ausgeben. Da kommt noch mal eine schöne Dampflok. Ich habe hier noch mal ein bisschen was hingestellt. Und denke mal, das reicht erstmal. Ne? So, da fährt die Dampflok. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen mit unserem Geld. Wir sehen, dass wir hier oben ganz, ganz viel Öl haben. Irgendwas haut da nicht hin. Die Loks, die schaffen es nicht. Und jetzt muss er erstmal eine Gedenkminute machen. Hier kommt jetzt erstmal einer an. Das ist der mit Doppelkupplung, Getriebe. Nein, Doppeltraktion. Dieser Zug, der nach München fährt, der soll nämlich auch gleich hier durchfahren, Sprit holen. Ist das der, der nach München fährt? Ja, Sprit nach München. Genau. Dann soll er nämlich gleich Öl aufnehmen, weil das sind eindeutig zu viel hier, ne? Guckt euch mal an, das ist ja... Boah. Hier, Rohöl, über 900, fast 1000. Ja, das schafft die Bahn gar nicht. Muss auch selber ein bisschen aufpassen. Fährt er jetzt auch richtig wieder auf die andere Fahrbahn. Jetzt muss er hier rüberfahren. Genau, schön. Weil auf diesem Streckenabschnitt echt viel los ist. Der fährt Sprit nach Berlin. 180, also der müsste eigentlich richtig viel Kohle machen. Ja, 1,5 Millionen kann man so stehen lassen, ne? So, was ist hier im in dem Bereich. Die warten jetzt alle Bäder. Na toll. Deswegen haben wir das Problem. Warum? Wir schauen mal. Der soll jetzt eigentlich hier rüberfahren, ne? Pass mal auf, den werden wir mal sagen. Wir werden mal zurück. Und da hält der. Ach. Gottchen. Nee, es ist zu viel. Es ist zu viel auf der Strecke. Eieieiei. Den werden wir sagen, anhalten. Und der kommt hier nicht raus. Warum will der nicht rausfahren? Kannst du hier rausfahren? Hier ist doch... Ach so, weil der kommt. Ah, der ist ja einfach durchgeballert. Ach so. Oh, das ist... Freunde, das ist hier echt ein bisschen viel. Wir werden hier mal hier vorne im Bahnhof nochmal ein Signal setzen, dass der nicht alles aufhält. Der ist eindeutig zu klein, der Bahnhof. Ob ich den noch irgendwie erweitern kann auf drei Gleise irgendwie. So, ist der jetzt durchgefahren? Kann der jetzt fahren? Fahre. Da staut sich ja natürlich dann alles irgendwo, ne? Das sind jetzt auf dieser Strecke mindestens 4 Züge. Der hält, der hält. Jetzt müsste der jetzt langsam fahren. So, jetzt fährt er erst. Okay. Wieder umdrehen. Warten auf Freigabe. Das ist nicht schön. Jetzt warten. Stopp.
Ja, weil das ist einmal der Zug, der aus Dresden kommt. Ja, der bringt ja hier Sprit nach Dresden und bringt dann hier oben Röhl, nimmt er wieder mit. Da sind zwei Züge, die nach München fahren, Sprit hinbringen und durchdonnern und gleich Öl mitnehmen und dann ein Zug auf der Linie. Eieieiei. Ach, hei. Ja, und der muss ja jetzt wieder zurück, das ist ja der nach Dresden, genau. Wie sieht denn das eigentlich aus, wenn ich jetzt ausrüsten mache auf 6 Gleise? Würde sogar funktionieren. Ja, mal eine Straße da hinten rein, ist egal. Wir bauen hier mal. Und werden uns jetzt mal ein paar Gedanken machen, wenn jetzt die Züge durch sind, dass wir. Hier so lang gehen. Den Ehen hier stoppen. Den Ehen hier durch. Ach Gottchen. Eieiei. Wir haben sowieso jetzt nicht so viel Geld. Auf jeden Fall wird das eine Gleis sein. Dann werden wir das hier alles abreißen müssen. 2 Gleise gehen hier raus. Hier machen wir einfach ein Depot hin. Ja, dann ist es halt die Linie, die von Dresden und hier von diesem Öldepot kommt. Und dann müssen wir mal schauen, weil die stehen ja jetzt sich einfach nur dumm und dämlich, ne? Und hier werden dann halt 2 Gleise durchgehen, ja, die dann nach Hause fahren. Eigentlich ganz schön übertrieben, ne? Aber ist egal. So, gucken wir mal, was hier noch alles kommt. Hier ist unser ganz normaler Ölzug. Der müsste eigentlich ordentlich Money machen. Nee, ja, weil er zu lange steht. Es steht eindeutig zu lange. Das ist fatal. Und wir machen jetzt langsam nicht mehr so viel Geld gewinnen hier. Ja, guckt euch an. Der Rohölzug, der sonst eigentlich immer nur Kohle gemacht hat. Ja, Frequenz 5 Minuten. Das ist. Die stehen sich dumm und dämlich. Sprit Berlin, ja, der hat eine freie Fahrt halt, ne? Ach, je. Warte mal, ist jetzt irgendwo ein Zug drin? Ich glaube, ich muss jetzt agieren. Hier ist kein Zug drin. Pause. Okay. Welcher Zug ist das? Das ist der nach. Ach, der muss erstmal durch. Was wartet denn der jetzt? Ach so, weil das der hier durch ist. Okay, dann werden wir mal hier jetzt gleich ein Signal setzen. Oh, jetzt ist ja richtig Stress hier. Kommt da hinten noch ein anderer Zug? Dann muss ich nämlich stoppen und werde hier noch ein bisschen arbeiten. Das ist einfach zu krass. Und dann werden wir irgendwann mal, ich denke mal in den 50er, 60er Jahren, geht es dann halt so richtig los mit den Geldverdienen, also mit den richtigen Zügen. Wir haben ja jetzt einen Großteil der Strecken schon mal bebaut. Jetzt muss man nur mal sehen, wie wir das alles hier mit dem Tunnel machen. Ah, warte, ja, der Intervall ist natürlich auch hier. So, dann soll er jetzt hier fahren. Gut. Raus mit dir. Nicht, dass der andere Zug da kommt. So. Wir machen jetzt Pause. Sonst kommen da die ganzen Züge. Die stehen da oben schon. So, jetzt werden wir bauen. Und zwar wie die Weltmeister. Ich muss ja mit dem Eingleis, muss ich ja hier rüber. Warte mal. Ist ja alles ein bisschen doof. Wie soll ich denn das jetzt machen? Dann fahren sie ja trotzdem hier rein. Die müssen dann irgendwann hier rüber.
Das ist doch auch doof. Das ist doch auch total doof. Das ist eine dumme Überlegung. Der fährt hier durch. Dann muss ich hier vielleicht noch irgendwas machen, dass ich hier eventuell besser mit den Zügen hier klarkomme. Eine Brücke irgendwie noch zusätzlich bauen. Weil, wenn ich hier stoppe, dann haut das hier hinten alles nicht hin. Wie sollen sie denn auf das andere Gleis dann kommen? So, hier ist der Tunnel. Hier sollte eigentlich. Pass auf, das ist eindeutig zu groß. Ja, das, wir machen jetzt nicht. Ausrüsten, wir machen nur 6 Gleise. So. Das über. Wir wollen mal nicht übertreiben. So, das eine Gleis hier rüber. So. Wir probieren mal aus. So, das ist jetzt das Gleis. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen, dass wir da ein bisschen weiter wegkommen. Nee, du sollst da nicht so lang gehen. Du sollst ja. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Mit Anschließen hier unten im Tunnel. Oh, das würde sogar funktionieren. Nee, nicht so richtig. Dann müssen wir das hier auch noch abreißen. Hier, wir machen mal einen neueren Tunnel, ne? Das sieht noch viel besser aus. So, könnte es jetzt natürlich Probleme geben mit dem anderen Tunnel hier. So, hier raus wollen, ne? Ist natürlich klar. Ist natürlich. Wir werden erstmal hier oben die Straße abreißen, die Brücke. Das ist natürlich ein cooler Tunnel, ne? Aber wenn das jetzt nicht funktioniert, wenn das so dicht beieinander ist. Warte mal, was ist, wenn ich das so mache? Ja, das ist Quatsch. Wahrscheinlich hier der eine hier lang. So, na komm mal her. Und den anderen so ein bisschen lang, so ein bisschen seitlich. Ist hier noch irgendwas oder scheint es nur so? Oh, hier ist ja noch was. Jetzt gucken wir mal, ob wir da irgendwie was. Was ist denn jetzt los? Kollision? Ah, mit den anderen Gleisen. Ach, verdammt. Wenn ich jetzt so in die Mitte gehe. Könnte es ja so klappen. Ja. So, alles schön. Dann machen wir das hier lang. Jetzt wird natürlich hier das alles nicht so richtig passen. Ah, verdammt. Warte mal.
Das ist jetzt wieder ein Hin- und Hergebaue und probiere, bis das dann hier wirklich dann so funktioniert, wie man sich das dann vorstellt. Nein, geh doch mal richtig ran hier. Warum ist denn der? Warum hat der denn hier das Problem? Die Krümmung. Hör doch auf mit der Krümmung. Ich kann es ja nicht. So, weil ich muss ja hier noch eine Weiche setzen hier. Das ist doch zum Mäusemelken. So. Na, das ist jetzt keine Weiche. Das ist halt schon wieder. So, kriege ich es jetzt endlich mal hin. Jetzt haben wir aber volle Banane hier Gleisbauarbeiten heute hier, ne? Mach hier nicht hier eine Faxen mit der Krümmung. Wir haben schon andere Sachen nicht hingekriegt. So. Alles klar, dann setzen wir hier schon mal ein Signal. Bam. So, dann soll das eine hier lang gehen. Mal. So. Yes. Ist das? Das ist doch cool. Müssen wir nur. Können wir hier drinnen auch irgendwas bauen hier? Hahaha. Der fährt ja dann die ganze Zeit auf diesem Gleis. Das ist aber nicht so toll. Die sollen ja schon so lange wie möglich. Obwohl, hier kann ja nur ein Zug dann so lang fahren, aber. Dann fährt er ja eigentlich nur auf diesem Gleis. Dann fährt hier ein Zug auf diesem Gleis und auf den anderen Gleis fährt der andere Zug. Ist das hier dieser Abschnitt eingleisig? Ist das gut? Oder ist das nicht gut? Normalerweise wäre das jetzt die beste Lösung. Oh, ich bin mir noch nicht so hundertprozentig sicher, aber da wird wahrscheinlich der eine oder andere dann schon mal in den Kommentaren was reinschreiben. Ey, Maximus, das ist doof oder nicht doof? Aber wir werden erstmal hier angucken. Also, gucken wir mal an. Wir gucken erstmal die Rohöllinie an. Nee, die soll da eben nicht lang gehen. Ach so, gut, alles klar, meine Freunde. Warum? Weil das hier noch nicht so hundertprozentig ist. Wir machen mal weiter. Weil die müssen wir ja abhacken. Das müssen wir weil die soll ja hier rein. Was hat denn hier vom Blödsinn gebaut damals? So, das soll ja die hier werden. Genau. Ich denke mal, das reicht dann erstmal hier zu bauen, weil wir haben schon ordentlich Geld ausgegeben, nur um ein bisschen schön zu bauen. Und jetzt haben wir hier aber auch was. Ach, das wird schon alles wieder hinkriegen. Wir werden ja da noch ein bisschen was machen. So, jetzt die Rohöllinie. Das ist die hier. Die soll aber nicht da lang fahren. Die soll hier lang dödeln. Kann es das sein, dass hier im Tunnel irgendwas kaputt ist? Nö. Die soll ja nicht hier lang, die soll ja hier reinfahren. Dann haben wir mal das gleiche Spiel, wenn der andere da lang fährt.
Warte, wir können ja auch mit Wegpunkten irgendwie arbeiten, ne? Soll ja funktionieren. Vielleicht kriegen wir es ja hin. Wo haben wir denn jetzt hier so einen Wegpunkt? Hier. Entfernen. Entfernen, entfernen. So, machen wir noch mal. Hier. Hier. Und hier. Wieso will er das nicht? Was ist denn hier kaputt? Da muss doch irgendwas nicht richtig funktionieren. Wir gucken mal bei Leitung. Er braucht doch nur hier langfahren. Ah, bestimmt, weil wir hier so ein Signal hingesetzt haben bezüglich. Ah, schön. Okay. Der würde dann quasi so fahren. Eingleisig. Okay. Jetzt, da könnten wir eigentlich auch den Wegpunkt wegmachen, ne? Das würde doch. Ja. Haut auch hin. Das war nur, weil hier so ein Signal noch stand. So. Okay. Was ist mit dem kaputt? Warte, Freigabe. Warum fährt denn der sowieso auf der falschen Seite? Wir könnten ja auch sagen, pass auf, wenn der Zug hier fährt, wenn dann wirklich mal noch ein anderer Zug kommt, gehen wir nochmal hier raus. Investieren ein bisschen Geld. Ja wirklich eine Linie, die dann ordentlich Kohle bringt, ne? Eigentlich. Boah, warum willst du jetzt hier die Brücke nicht nehmen? Na, geht doch. Wir geben ja Geld gerne aus, also ist halt alles kein Problem hier. Was hat er denn für Probleme jetzt hier? Was ist denn Brückenkollision? Was war Brückenkollision? Ich will das hier wirklich in Einzelstücken machen wieder, oder? Die Brücke ist doch eh im Eimer. So, dann müssen wir das halt so machen, ne? Was ist da unten kaputt? Pass auf, wir lassen jetzt mal weiter. Dann reißen wir das Stück mal ab. Ein bisschen schneller. Komm, komm, komm. Pause. Reißen ab hier. Nicht den ganzen Strang hier abreißen. Das ist ja. Nee. So, bauen wir das mal hier. Und dann machen wir hier den Dreierabschnitt. Warum will er mir das jetzt aufschütten hier? Manchmal will das Spiel mir aber auch ein bisschen veröppeln, oder? Der kann doch jetzt eine Brücke bauen hier. Na, ganz toll. Na, hier wieder richtig clever gearbeitet, ne? Hier könnten wir aber hier zum Beispiel die ganzen Gleise hier auch. Oh, warte mal. Oh, ist auch noch ein Profi gewesen. Ich weiß nicht, warum der. Ach, jetzt, gucke an. Machen wir jetzt mal so eine Brücke hier. Die hat nicht so eine große Kollision. So.
Hä, mit was denn, du? Na, jetzt hat er ja noch eine Sprungschanze gebaut. Mann. Ach, Jungs und Mädels, ey, ich hab hier auch wieder. Ich muss da gemütlich dann mal schauen, was hier los ist. Ich krieg's jetzt erstmal nicht hin. Wir werden beim nächsten Mal diese Linie, ja, überarbeitet haben. Ich hoffe es. Vielleicht habe ich mich jetzt auch wieder ein bisschen übernommen. Naja, man weiß es nicht. Ich mache erstmal einen Fisch und beim nächsten Mal haben wir vielleicht wieder neue Züge. Mit diesen Worten, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.